Herzlich willkommen zu unserem philosophisch-erotischen Experiment. Das hat schon eine kleine Vorgeschichte. Mit Dolores haben wir am Mann 2014 das erste Philosophiefestival der Liebe in Berlin angefangen. Ich glaube, beim zweiten oder dritten hatten wir auch schon mal so ein kleines Symposium versucht. Das war noch nicht so ganz gelungen. Ich glaube, es waren dann zu viele Egos mit dem Spiel oder so. Und deshalb ist es heute so auf neuer Ebene der nächste Versuch, der insofern auch anders ist, ist einfach eine Fortsetzung. Wir beginnen heute und morgen geht es in leicht veränderter Besetzung weiter. Und wir machen das auch so als Fischspur, kennt ihr vielleicht, wir beginnen jetzt und dann seid ihr eingeladen, dazu zu kommen, aber indem ihr euch dann einfach vorne mit hinsetzt, ne? Und dann mitredet und dann auch wieder geht. Und als Thema haben wir heute die schöpferische Energie der Liebe. Das hat, um vielleicht das Besondere, was damit gemeint sein könnte, nochmal zu erläutern. Es gibt von Platon, den kennt ihr vielleicht alle, so einer der ursprünglichsten Philosophen, der viele Bücher in Form von Gesprächen dieser Art aufschrieb, in dem Sokrates mit seinen Freunden, es waren damals meist noch Männer, die Frauen waren indirekt beteiligt, das sagt man dann vielleicht noch, eben sich über wichtige Themen des Lebens unterhielt und eines, das Symposium, ging explizit um die Liebe und da fällt der spannende Satz: Der Eros oder die Liebe verbindet das Menschliche mit dem Ganzen oder Göttlichen und daraus erwächst alles Schöne im Leib, in der Seele und in der Welt. Und was ist da noch vielleicht der besondere Kick jetzt? Vielleicht waren einige waren auf jeden Fall heute Nachmittag schon in der Runde von euch. Das Engelbert über die Nahtoderfahrung, die Liebe sprach. Und da war eine bestimmte Bedeutung von Liebe im Raum. Die Bedeutung, dass wenn wir aus welchen Erfahrungswegen auch immer es uns gelingt, unser Ego beiseite zu legen, aufzulösen, wir in so einen Zustand, Gefühl, Bewusstsein des Einsseins, der Verbundenheit, des gemeinsamen Lichtseins kommen. Und das ist also diese eine Dimension von Liebe, das Einssein. Nun betont Platon aber auch das andere, sagen wir das Schöpferische. Ne? Und das hat den besonderen Kick, wo dann auch dieser Begriff Erotik ins Spiel kommt, der nicht unbedingt sexuell gemeint ist. Also so eine Art kreative, freudvolle Kreativität, Schöpfungsenergie, die daraus erwächst. Die noch, ne, jeder spürt, dass vielleicht ein anderer Kick ist als dieses Einssein. Da ist noch mehr im Spiel. Ne? Was den Menschen eben befähigt, Stühle gibt es da oben auf dem Eben sozusagen die Welt zu verändern, Schönes in die Welt zu bringen. Und wir wollen jetzt versuchen, dem Stück auf die Spur zu kommen. Wir, das sind jetzt am Anfang, Dolores, hatte ich schon noch gesagt, Dolores hat dieses große Experiment mal mit in Gang gebracht und erforscht auch schon länger die Liebe in verschiedenen Dimensionen und hat dafür auch eine Schule entwickelt für junge Menschen und spricht also auch aus vielen Erfahrungen und weiter dann. Salome ist noch ein bisschen jünger, aber beschäftigt sich auch schon länger mit der Bewusstseinsforschung und also auch mit der Frage, wie Neues in die Welt kommt, und hat Kommunikation, Psychologie studiert. Da klingt das auch ein bisschen mit durch, auch wenn es in der Art, wie es heute gelehrt wird, nicht unbedingt dieses schöpferische Feuer immer hat, aber zumindest du hast ja ein bisschen den Hintergrund, warum du das studierst, finde ich das begriffen. Britta hat uns erst verraten, dass sie ja schon mit 15 Jahren falsch umgesprungen ist, um ungewöhnliche Erfahrungen zu machen, also um irgendwie ihr Horizont zu erweitern und mehr zu erfahren. War dann Schauspielerin und ist ein bisschen Rebellin heute auch in dieser Zeit und erforscht auch schon immer die Liebe und macht morgen auch noch so eine Lesung zu den Love Letters. Um 14.30 Uhr ja, lese ich Love Letters, Liebesbriefe von interessanten Persönlichkeiten. Und Ralf ist aus München, spielt da Professor an der Berufsschule und unterrichtet Studenten. Und ich liebe das nicht, das ist meine Berufung. Schön. Ich
Schön, noch besser. Aber kennst du den schönen Satz von Schiller? Der Mensch ist ein eindeutiger Mensch, wenn ich mit dem sind wir schon, ja. Ja. Ja, und ja, es scheint gerade was im Buch, für ein Buch, was wir machen, einen spannenden Text über die schöpferischen, wie heißt das, Potenziale, über die Perspektive der Schöpferischen. Und da geht es eben auch darum, wie wir aus dem kleinen Begriff der Kreativität, wo wir technisch was anderes machen oder Methoden lernen, auch in eine größere Dimension kommen, die damit zu tun hat, dass wir mit diesem größeren Feld in Berührung kommen. Und das fand ich sehr spannend. Genau, wir fangen jetzt mal an und wenn wir merken, wir haben uns jetzt erschöpft, dann seid ihr mit eingeladen, uns zu ergänzen. Ich bin Mike. Genau, ich habe auch irgendwann in irgendeinem Prozess meiner Bildung, das war eine Dissertation, gemerkt, wie wichtig diese Energieliebe für die Menschheitsentwicklung ist, in der Vergangenheit war und in der Zukunft sein wird und habe seitdem also auch angefangen, die ein Stück zu erforschen. Und deshalb auch mit Dolores und anderen diese Form dafür gegründet, weil es, wisst ihr vielleicht selber, in der heutigen Welt ein bisschen unter dieser Spaltung leidet, die Erich Fromm mal schön in seinem Buch beschrieb, die Kunst des Liebens, dass die Liebe so aufgezeigt ist. Ne? Es gibt so eine religiöse, die findet in der Kirche statt, dann gibt es noch eine sexuelle, die findet auch immer statt, dann gibt es eine Elternliebe und eine Selbstliebe. Aber das ist nicht wirklich verbunden und das ist ein Problem der heutigen Welt, meint er, weil dadurch fehlt uns eine Energie, eine schöpferische Kraft. Und meinte also, erst wenn wir Menschen anfangen, eben auch diese Energieliebe genauso zu erforschen wie die elektrische Energie, dann haben wir eine Chance, die Zukunft so zu gestalten, dass sie schöner wird. Und deshalb wir versuchen immer ein bisschen mehr auf die Spur zu kommen. Ja, und wie gesagt, der Satz, den ich jetzt als Motto vorschlug von Platon, die Liebe oder der Eros verbindet das Menschliche mit dem Göttlichen und nur daraus erwächst alles Schöne im Leib, in der Seele und in der Welt. Und deshalb die erste Frage jetzt an euch, wie versteht ihr das? Und wie kann man das in der heutigen Sprache ausdrücken? Oder könnte man nicht? Zuerst zeigt es für mich natürlich den Zusammenhang. Dass es Zusammenhang gibt zwischen Liebe, Kreativität und auch Spiritualität. Weil, was der Platon beschreibt, dass die Liebe verbindet uns mit dem Großen und dem Göttlichen, ist ja eigentlich eine Definition von spirituellen Erwachen, die Verbindung mit dem Göttlichen. Und das Gleiche findet ja auch statt, wenn wir in kreativen Prozessen uns mit der Quelle verbinden, mit dem Raum aller Möglichkeiten, wo wir was Neues in die Gegenwart holen, was vorher noch nicht sichtbar war. In dem Sinne ist es die gleiche Art und Weise, Spiritualität zu erfahren, als Kreativität, als kreativ zu sein, im Sinn von nicht einer einfachen Kreativität, wo man was miteinander kombiniert, sondern im Sinne von, wenn man das völlig Neue in die Welt bringt, von, man könnte auch sagen, transformativer Kreativität, wenn man was in die Welt bringt, was vorher überhaupt noch nicht denkbar war. Einstein in der Relativitätstheorie, ich meine, das ist was richtig Großes. Oder Schönberg, die Zwölftonmusik. Da braucht man wirklich, da muss man wirklich die tieferen Quellen seiner Kreativität anzapfen, an die man nur rankommt, wenn man vom Funken der Inspiration beseelt ist. Und das haben im Prinzip auch schon die Propheten im Alten Testament schon gemacht, wenn sie den Engeln lauschen und sich vom Heiligen Geist inspirieren lassen, begeistert werden und dann das Neue in Form von göttlichen Botschaften in die Welt zu bringen, gibt es zu einem Zeitalter eigentlich. Das ist ziemlich interessant, dass diese Inspiration, wo die Sachen plötzlich in Bewegung kommen, wo man durch einen schöpferischen Prozess, auch durch sein Empfinden, durch seine Leidenschaft an der Formgebung des Neuen beteiligt ist, dass sich hier diese Elemente verbinden zu was Größerem zeigt und auch die Kraft, die schöpferische Kraft der Liebe, die Liebe als universale schöpferische Kraft zu sehen ist.
Josef Beuys bringt es sehr schön. Einer der bedeutendsten Künstler des 20. Jahrhunderts für mich, ein Gigant, der hat das Thema Kreativität genauso untersucht wie Wissenschaftler seine Genres untersucht. Da gibt es drei Phasen. Es beginnt so im unbestimmten, chaotischen, dann kommen die Dinge in Bewegung, und da hat er mir so ein Herz reingezeichnet, und dann irgendwann kommt was Bestimmtes raus, eine äußerliche Form, wo sich was zeigt. Und für ihn ist alles Plastik, auch Denken ist für ihn Plastik, und am Anfang steht für ihn der Willensimpuls, dann kommen die Gedanken in Bewegung, es formen sich Sätze, Wörtersätze, und die spreche ich aus, und als Skulptur gelangen die an eure Ohren, das ist die fertige Skulptur. Und er hat also den interessanten Satz gesagt, den ich jetzt dem Platon-Satz entgegenstelle. Er hat gemeint, zwischen Wille und Denken wirkt nun das Herz, in dem die Liebe zur Sache die einzige Veranlassung ist. Er spricht von der Liebe zur Sache. Im kreativen Prozess muss man die Liebe zur Sache entwickeln. Man hat das Denken und im Kopf und den Willen, die Willenskräfte, man kennt das auch das Bauchgefühl. Dazwischen ist das Herz, wo er sagt, zwischen Wille und Denken, Wille ist hier, Denken ist hier, wirkt das Herz, in dem die Liebe zur Sache die einzige Veranlassung ist. Also die Liebe als Inspirationsquelle. Ich habe genau diese Erfahrung gemacht. Ich bin Schauspielerin und ich habe mir vor 3 Jahren überlegt, was kann ich tun, was kann ich geben, also nicht nur etwas rezitieren oder Texte auswendig lernen, sondern was kann ich kreieren und wirklich verschenken. Ich habe ein Projekt kreiert, das heißt Love Letters. Ich lese ja morgen einige davon. Und dann habe ich mir überlegt, wo wird diese Energie der Liebe, weil in solchen Liebesbriefen steckt tatsächlich Magie, das ist eine ganz hohe Schwingung, wo wird sie am meisten gebraucht, wo fehlt sie? Und dann, ich habe in New York studiert, ich habe Schauspiel in New York studiert bei Stella Adler, und dort hatten wir schon ein Reach-Out-Project und sind in Gefängnisse gegangen und haben dort vorgespielt, einfach das Szenenstudium gemacht. Und ich habe mir überlegt, mit meinen Liebesbriefen, ich werde mich an deutschen Gefängnissen bewerben. Vielleicht komme ich da rein, das war die große Frage. Und die lassen mich tatsächlich vor Inhaftierten lesen. Also habe ich ein kleines Sujet geschrieben und habe mich vorgestellt. Und 2 Tage später ruft der erste Gefängnisdirektor an, aus Aschaffenburg. Das war im Januar vor 3 Jahren. Und ich bin dann dahin gefahren, weil ich mal sehen wollte, wie sieht mein Auftrittsort aus. Und da hatte ich sogar eine kleine Bühne, so etwa in dieser Richtung. Und zu diesem kulturellen Angebot haben sich so viele Inhaftierte angemeldet wie nie zuvor in diesem Gefängnis. Ich hatte 2 Aushänge gemacht auf diesen beiden Fluren. Und ich habe genau diese Erfahrung gemacht, die du gerade geschildert hast. Ich bin also in mein Herz gegangen. Und das war noch im kreativen Prozess. Ich war wirklich in einem Flow. Und dann habe ich recherchiert. Ich habe so viel gelesen, so viele Bücher. Ich habe einfach gebrauchte Bücher bestellt, Briefwechsel, das. Habe Tag und Nacht gelesen und habe dann vielleicht 15 Briefe herausgesucht und habe diese Lesung gemacht. Vor den Inhaftierten. Es waren nur Männer. Und habe mir dann vorher auch vorgestellt, wie kommen die, was tragen die, wie weit sind die weg von mir, was sind das für Menschen. Und irgendwann habe ich gedacht, geh in dein Herz, es wird alles gut, es wird alles passen und sie werden es lieben. Sie saßen ganz, ganz dicht bei mir, 2 Meter entfernt in mehreren Reihen. Und ich habe dann angefangen zu lesen und die haben das so genossen. Und im 2. Brief hebt einer seinen Arm mitten im Lesen und sagt, darf ich mal was fragen? Ja klar, warum machen Sie das für uns? Dann habe ich gesagt, das ist eine sehr gute Frage, weil diese Energie der Liebe hier am allermeisten fehlt, weil ihr kaum berührt werdet. Und in Gefängnissen besteht ja die einzige Kommunikationsmöglichkeit über Briefe. Also in Untersuchungshaft darfst du ja kein digitales Medium besitzen. Also nur Briefwechsel. Und dann fragt ihr der Nächste, kannst du da mal einen Workshop mit uns machen? Wir wollen schönere Liebesbriefe schreiben. Sag ich, ja, das sind doch wunderbare Ideen. Und so haben wir mit meinem Lesen und auch dieser Interaktion
so einen Workshop entwickelt. Und das hat mich so beseelt, weil zuerst ist dieser Gedanke durch mein Energiesystem geflossen. Das hat mich beseelt. Und dann habe ich diese Menschen erreicht. Und in der ersten Reihe saßen zwei so mit geschlossenen Augen. Und da habe ich gedacht, ach, die ruhen sich hier nur aus. Die sind vielleicht müde, die sind gekommen, weil wir, aus welchem Grund auch immer. Nein, am Ende der Lesung sind diese beiden Männer, die ganze Zeit die Augen geschlossen hatten, zu mir gekommen und haben gesagt, mich hat das so berührt, ich wollte das so genießen, ich bin mit meinen Gedanken überall hingegangen, da wo ich immer schon mal hingehen wollte, und jeder hat mir die Hand geschüttelt. Und das war so ein wunderbares Erlebnis. Dann kam Covid, dann konnte ich das gar nicht weiterführen, aber jetzt geht es weiter. Und das ist mein ganz persönliches Erlebnis zu diesem Thema. Also es ist so schön und so besonders. Darf ich anschließen? Also ich finde total schön, was ihr sagt, also irgendwie, also du hast es so abstrakt dargestellt aus einer künstlerischen, mystischen Perspektive und du hast es irgendwie in Form gebracht, und ein ganz konkretes Beispiel. Und wenn du mir das erzählst, wie du es erlebt hast und ich mir vorstelle, wie das, naja, dein Publikum da erlebt hat, dann fühle ich richtig, wie es mir warm wird. Also ich muss die ganze Zeit grinsen, und aus meiner Perspektive, also aus der kommunikationspsychologischen Sicht, kann die Liebe auch genau das, wenn wir in uns gehen, für uns selbst Verantwortung übernehmen, uns kennenlernen, unsere Bedürfnisse kennenlernen, unsere Grenzen kennenlernen, in dieser Selbstbewusstheit dann überlegen, wie können wir das nach außen tragen und in Kontakt gehen, und da passiert die Schöpfung, so wie du es auch erlebt hast, da miteinander zu wirken. Und ich stelle mir halt vor, wenn wir das alle machen und diesen Weg für uns persönlich gehen, in der Eigenverantwortung, weil ich denke, das ist das, was wir tun können. Wir können die Welt halt nicht im Großen verändern, Rahmenbedingungen sind sie, wie sie sind, und Menschen sind inhaftiert beispielsweise. Dann passiert aber auf Systemebene was, was wir vielleicht jetzt noch gar nicht verstehen können oder erkennen können, aber jeder, der schon mal verliebt war und in Eros in einer Liebesbeziehung gefühlt hat, der kennt ja diese Transformation, wie auch du gesagt hast, Ralf, dass sich da plötzlich was verändert und was wächst, und plötzlich wächst man über sich hinaus in der Verbindung. Und wir können das so oft in Räumen leben, wie auch heute hier oder auf dem Festival generell, wo wir Räume schaffen, wo wir uns so begegnen können und dann merken, was da eigentlich so geredet wird. Ne? Und ich finde es so schön, dass ich kannte euch ja nicht, kenne Mike. Und trotzdem eignet sich dieses Thema so, dass ich mich sofort angestoßen fühle und denke, das passt, und irgendwie ist es so nah beieinander, auch wenn jeder seinen ganz persönlichen Erfahrungsraum hat. Ja, weil die Liebe uns verbindet, und das ist ja die Magie, das ist ja das Schöne. Nicht nur biochemisch, sondern es ist noch ganz andere Art und Weise. Ich hatte gerade den Faden, das ist ja gerade kurz weggebrochen. Aber ich fand mal. Das Menschliche sich mit dem Göttlichen verbindet, oder ob es nicht eigentlich, das Göttliche ist ja auch in uns. Und es gibt irgendwas, wenn wir auf die Welt kommen, wo wir das vergessen. Also die Materie, das Hinein, dieser Schock, plötzlich nicht mehr da in diesem Bauch zu sein, sondern plötzlich allein zu sein, da vergessen wir etwas von dieser göttlichen Herkunft, und dann wachsen wir auf und wir werden behütet und manchmal auch nicht. Also so, wir haben ganz wärmende Erfahrungen und manchmal ganz schwierige Erfahrungen, und dann werden wir älter und irgendwas, wir erinnern uns, da war da noch was. Irgendeine Verbindung zum, wir wissen ja nicht, wie das heißt. Und dann treffen wir
Männlein oder Weiblein oder so. Oder andere Geschlechtlichkeiten. Jedenfalls kommt so das Alter mit 11, 12, 13. Eros. Die Sehnsucht, die leibliche. Oh, dieses Durcheinander. Dieses Ergriffensein, dieses Wohinwollen. Und ich empfinde in dem allem diesen göttlichen Impuls. Also den Wunsch, mich zu größer zu werden als mich. In dem Alter heißt es dann, ich will Kontakt und ich will Sex oder und manchmal verlieben wir uns. Und verlieben ist ja, ja, das ist einerseits auch eine Projektion, wenn man es so ein bisschen so sagt. Aber es ist auch, dass ich, wenn ich verliebt bin, oft das Göttliche in der anderen Person sehe. Also ich sehe die schönste Gestalt. Und manchmal sehe ich halt nach ein paar Wochen oder Jahren auch den Teil, der nicht so schön ist. Und dann müssen wir damit umgehen. Aber ich möchte sagen, dass diese Liebe, diese erotische Liebe zwischen Menschen für mich immer auch die Suche der Göttlichen, nach der Göttlichen ist. Und letztlich ist ja auch, wenn ich in dir das Göttliche erkennen kann, dann kommt diese größere Dimension in diese sinnliche Liebe hinein. Das ist so unsere Forschung. Und wie das ganz konkret geht, wenn ich zittere, kurz vor dem, dass ich sage, ich finde dich schön, ja, dieser Moment mit 16 oder 18, ja, damit unter Menschen zu sein, die mir da wohlwollend sind, die das unterstützen, die sagen, du, uns geht's genauso. Ja. Also da, wir hatten gerade auch so einen Workshop, wo es so diese menschheitliche Suche nach Orientierung und Sicherheit versus Freiheit und Ausdruck und Kreativität, und dass das Glück sehr viel bei vielen Menschen mit Orientierung und Sicherheit und Zugehörigkeit verbunden wird. Ja, da mache ich jetzt mal. Okay. Ja, jetzt haben wir schon 5 verschiedene Facetten, glaube ich. Das ähnliche, desselben. Und eigentlich war es noch ein drittes männliches Wesen, steht auf der Liste. Heinrich Grundrichler, der uns auch diesen Raum hier ermöglicht, diesen Ort. Der musste aber leider heute arbeiten, ungeplant. Und es war aber gezielt, dann noch, sagen wir jetzt, einen Unternehmer mit dazu zu nehmen, der noch eine andere, du hast ja von der Winzenergie gesprochen schon, ne? So, weil er nicht konnte, habe ich mir ersetzt mal das und habe dann noch eine andere Variante gefunden, die diesen Impuls von Plato auch immer sehr schön anders ausdrückt, auch ein Unternehmer oder zumindest Unternehmensberater, Gerd Berken. Ich lese das jetzt einfach mal vor, das ist jetzt so die 6. Stimme. Wir Menschen werden zum schöpferischen Teil der Schöpfung, weil wir kreativ leben. Die Liebe der kosmischen Absicht, sie hat 2 Seiten. Es ist die Liebe, die wir als Menschen der kosmischen Absicht entgegenbringen können, aber es ist auch die permanent und ungeschmälert auf uns zulaufende Liebe der kosmischen Absicht. Insofern hat die kosmische Absicht das größere Potenzial der Liebe. Die kosmische Absicht liebt ohne Ende. Sie liebt alles. Sie ist lebendig gewordene Allliebe. Unsere Liebe zur kosmischen Absicht ist dagegen limitiert. Sie ist erst im Werden. Und genau dieses Werden organisiert die wachsende Entfaltung von Organisationen. Die Liebe der kosmischen Absicht hat somit 2 Seiten, nämlich die unsrige und die des Kosmos. Und deshalb ist sie auch außerhalb der Zeit und zugleich innerhalb der Zeit. Sie überwindet damit ein Schema, das in vielen Religionen zu so viel Orientierungsmissklang geführt hat, was ein bisschen Dolores auch gerade ansprach, die Suche nach Orientierung, nämlich die Aufteilung
dieser kosmischen Energie in jenseitige Sehnsüchte, wo es von Religion also auf Tim projiziert wurde, und in diesseitige Handlungen. Man wird schöne Körpererfahrungen erleben bzw. tanzen müssen, um den Fokus seines Mind von der Normalität des Alltags, oder sollte man eher sagen, von der Destruktivität unseres heutigen Umfelds, umzuleiten auf die prinzipielle Schönheit und Harmonik des Unbekannten. Wie ich aber sagte, haben alle Menschen eine Art Urangst vor dem Unbekannten, obwohl es aus höchster und angenehmster Harmonik besteht, wie wir heute mit den NATO-Erfahrungen schon erfahren durften. Was bringt nun diesen kosmischen Spirit der Liebe über den Erfahrungssektor und durch das Bewusstseinsfenster in unser persönliches Bewusstsein hinein? Und da ist die Antwort eben meistens verblüffend oder sogar verstörend, denn sie lautet Schöpfungsenergie. Das bedeutet, dass die Etablierung zu einer neuen transverbalen Logik der Liebe letztlich auch eine Art von Erotik ist. Denn es geht hierbei um die Erotik des Körpers, des Herzens und des Geistes, das ihr auch schon sagt. Und wenn das Stichwort Erotik kommt, dann gibt es meistens riesige Probleme, weil die meisten dann ausschließlich an Sex denken. Nur diejenigen, die sich ein wenig auskennen in christlicher Mystik oder in den Sufi-Theorien, wissen, dass man schon seit vielen Jahrhunderten darum weiß, dass immer dann, wenn der höchste Spirit in den persönlichen Mind hineinfließt, eine enorme, erotisch schöne Erlebnissensation auftritt. Mit anderen Worten, man kann die schöpferische Energie der Liebe nicht erfahren, wenn man diese höheren Formen der schöpferischen Erotik nicht erfahren will. Nun stellt sich natürlich die Frage, was kann man tun, um diese höheren Formen des schöpferischen in der heutigen Welt zu persönlichen Erlebnissen und Erfahrungen zu machen. Ja, ich finde, er trifft dann nochmal schön diesen Punkt, dass diese Spaltung der heutigen Welt, die du beschrieben hast und auch du beschrieben hast, nicht so, dass wir nach wie vor gewohnt sind, dieser große, ganze, universelle Energie der Liebe durch die ganze Geschichte der Religion in irgendwo, wo immer hin zu projizieren und dann eine kleine kennen, persönlichen Leben, aber diese Mitte, wo dieses Feuer entsteht, ne? Wo eine Erotik entsteht, die eben irgendwo schwingt zwischen Sex und zwischen plus eins sein, ne? Also irgendwie eine andere Art von erotischer Energie, die schöpferisch ist, ne? So, die Platon damals, glaube ich, meinte mit diesem Satz, ne? Die uns irgendwo halt verloren gegangen ist, geschichtlich. Und die wir irgendwie wiederentdecken dürfen und vielleicht auch sollten, um die Welt in kleiner und größerer zu verändern. Ja, zu Platons Zeiten hat man das ja praktiziert, dass die, wie Gerd meint, die schöpferische Absicht durch einen durchwirkt, sich verbindet mit seinem Mind. Im antiken Griechenland war man nicht der Meinung, dass Ideen aus einem selber entstehen, vor allem nicht auf dem Kopf, sondern dass sie von außen von den Göttern eingegeben werden. Und dazu konnte man sich, wenn man kreativ sein wollte, von der Muse küssen lassen, von den Musen küssen lassen. Die Musen waren damals die genialischen Inspirationsquellen für KünstlerInnen. Und KünstlerInnen haben sehnsüchtig gewartet auf den Kuss der Musen. Und wenn es dann passiert sind sie in eine Art von Ekstase verfallen. Ekstase heißt aus sich heraussteigen. Das heißt über den Tellerrand rausschauen und das Thema, das man behandelt, aus einer größeren Perspektive zu sehen oder sich womöglich gleich mit einer ganz großen Perspektive der großen Quelle zu verbinden. Außerdem, glaube ich, heißt Ekstase auch noch der Flug der Seele aus dem Körper. Also diese Seelenqualität, wenn man aus sich rausgeht, aber sich zugleich dann verbindet mit was, mit dem göttlichen Musen, die einen küssen, um was Neues zu schaffen. Das ist das Prinzip bei den Büchern. Und deswegen ist es auch von den Neurowissenschaften heute untersucht. Das ist nichts anderes wie außergewöhnliche Bewusstseinszustände.
von Flow-Zustand, von Inspirationszustand, den man auch mehr und mehr wissenschaftlich messen kann und da zumindest die Phänomenologie im Gehirn, im Körper erforschen kann, was da passiert. Und dann auch Zugang hat zu solchen Zuständen, wie zum Beispiel mit der Lucian 3 Neurostimulator, wo man wirklich nach 20 Minuten im Zustand ist, den sonst die typischen Leute erst nach 20 Jahren Training haben, nämlich diesen paradoxen Zustand von, ich weiß nicht mal, paradoxical arousal. Man ist danach tiefenentspannt und zugleich hellwach. Das ist ein idealer Zustand, um schöpferisch tätig zu sein. Das ist ganz interessant. Ich möchte auch hier gleich wieder ein Beispiel, weil ich habe eine Technik erlernt, um meine Inspiration einzuladen. Weil als Künstler, auch wenn du schreibst, ist es manchmal so, dass dieser Flow oft sich nur einstellt, wenn du in einer emotionalen, entweder Extremsituation bist oder mein Leben verläuft ziemlich harmonisch, also ich brauche diese Extreme nicht. Ich habe was anderes gelernt. Ich setze mich also in meine Meditationsposition, halte meine Handflächen offen und singe immer ein bestimmtes Mantra lang. Schließe meine Augen, verbinde mich mit oben. So habe ich das gelernt. Sage ich, hoch, 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 ich bin es wieder, Britta, ich brauche Inspiration, bitte helft mir. Und lasse wirklich alles fließen, mach alles auf, dehne mich ganz weit aus, lass alle Widerstände los, alles was da kommt, auch wie so in der Meditation, wie man das ja kennt, ne, lass es einfach weiter fließen. Und wenn ich merke, dass meine Hände schwerer werden, dann denke ich, oh, da könnte was drin sein. Die haben mir vielleicht, ich weiß das ja nicht, ich warte mich an. Und es ist tatsächlich so, dass dann da was passiert und ich habe, es kommt was, es passiert was und ich kann was aufschreiben, ich kann einfach daraus was mitnehmen. Das ist genial, das funktioniert, das ist so toll. Das ist genau dieser Zustand, den du gerade beschreibst. Genau, ganz viele verschiedene Arten. Sicher. Individuelle Arten. Ganz sicher, ja. Ganz spannend. Ja, es passt auch ganz gut wieder zum Thema Eigenverantwortung, eigentlich, dass jeder eben mit sich selbst in Verbindung geht und sich selbst kennenlernt und gerade diese ganze Flow-Forschung, Motivationsforschung, Selbstmotivation ist da ja ein Riesenthema. Also eigentlich, also zumindest ist es bei mir so, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich erlebe Inspiration ja dann, wenn ich an was arbeite, was aus mir herauskommt, wo ich so einen Anschluss habe, natürlich irgendwie auch immer in Wechselwirkung mit der Umwelt stimuliert, aber meistens sind es Sachen, die ich mir frei wähle oder die ich irgendwie kennenlerne und dann frei daran arbeite. Und für alle, die das interessiert, morgen ist ein schöner Vortrag, Workshop von dem Philipp Grosche und mir, 14.30 Uhr, auch hier, zum Thema Bildung und Liebe. Da geht es auch so ein bisschen darum, wie wir das vereinen können. Was soll ich noch sagen? Ich weiß auch nicht genug. irgendwas war noch, aber ich weiß gerade auch nicht. Ja. Ich habe erst mal überlegt, ob ich doch noch was mache. Ja, super, also bleibt alle gern. Also, du hast gerade den individuellen Aspekt, die individuelle Verantwortung erwähnt. Es gibt auch noch der integralen Theorie von hinüber den kollektiven Aspekt. Da sagt der Künstler Josef Beuys zum Beispiel, wenn man gesellschaftliche Transformationsprozesse erreichen will, Veränderungsprozesse, dann braucht es sowas wie soziale Wärme. Und das ist der kollektive Aspekt, wo er sagt, wir sind ja völlig verkopft, unser einseitiges Bildungssystem. Und der Kopf ist ein Kältezentrum, das drückt sich aus durch den Satz, wir müssen einen kühlen Kopf bewahren beim Denken. Und wenn das so einseitig ist, erreichbar, was wir jetzt gerade erreichen in der Welt, so braucht es einen Ausgleich von einem Wärmezentrum, das ist das Herz, wo wir den Spruch haben, da wird uns warm ums Herz. Das ist der kollektive Aspekt der sozialen Wärme, den man erreichen müsste, wenn man in einer Gruppe oder auch gesellschaftlich ganz allgemein Transformation erreichen will. Total. Also, wenn ich mal darf, ich finde. Deshalb ist es gut, dass ich mal einen Vortrag als Bildung, weil selbstverständlich brauchen wir weniger kognitive Bildung und viel mehr Herzensbildung. Weil Bildung ist natürlich das Herz der Gesellschaft. Wir pumpen mit der Bildung ist eine neue
kreative Kräfte ins Feld und ist das auch der Schlüssel zur Transformation. Und deshalb freue ich mich auf einen Vortrag. Vortrag versus Workshop, also so ein gemixtes Konzept. Ich stelle mir vor, wenn wir selber in dieser Eigenverantwortung leben mit uns und das aus uns herausleben, dass wir, weil wir uns selbst so akzeptieren, wie wir sind, auch andere ganz akzeptieren, so wie sie sind, in ihrem So-Sein zu lassen. Und dadurch eben auch in dieser kollektiven Ebene miteinander wechseln können. Und dann da auch wieder liebevolle Schöpfungsprozesse dadurch schaffen. Eben weil wir die anderen nicht objektivieren, weil wir denken, das muss aber so oder so sein. Sondern die auch in ihrer Würde lassen, in ihrer Andersartigkeit so sein lassen, wie sie sind. Und ihre Besonderheit, ihre Inspiration wirken lassen. Und ich glaube, dann kann das auch viel mehr real werden und wirklich also aus dieser Schöpfung auch geschaffen werden, wenn wir diese Haltung annehmen. Also ich glaube, das hat ganz viel mit Haltung auch zu tun. Weißt du, Salome, die Welt ist ja immer ein Spiegel von dir. Also das, was du nicht integriert hast, das nimmst du stärker wahr als das, womit du okay bist. Mhm. Und dieses wertfreie Leben, das ist sehr erstrebenswert, weil das ist Liebe. Wenn ich dem anderen erlaube, so zu sein oder ihm kein Konzept überstülpe, wie ich mir das vorstelle, wie der sein soll oder wie er sich verhalten soll, wie auch immer. Und das muss ich auch das schmerzhaft erfahren, das ist ein Weg, aber ein guter Weg, weil wenn ich alles, was ich tue, wenn ich in allem, was ich tue, mein Bestes gebe, dann ist das immer mit Liebe geschehen und dann sehen mich das und es ist für die anderen auch. Diese globale Kraft, die ich will mal kurz, wenn der Lust hat, es aus dem erweiterten Kreis mitzubringen, dann setze ich einfach mal einen der beiden Stühle hier. Ja? Ihr kennt das Prinzip wahrscheinlich. Ja? Die Grundbedingungen dafür, dass Inspiration oder Kreativität kommt, da gibt es ja auch ganz viele verschiedene. Und für mich ist die soziale Wärme und auch ein reguliertes Nervensystem da interessant und das ist ja ganz nah beieinander. Also ein Zustand, in dem ich entspannt bin, weil ich weiß, wer ich bin, weil ich im Moment bin, weil ich angebunden bin an das große Ganze. Und Kunst wiederum ist ja ein Ausdruck dieser Anbindung. Also ich liebe auch den Josef Beuys, ja, weil der den Kunstbegriff so erweitert hat und auch das ist ein Ausdruck von einem Schöpfungsimpuls von mir als Mensch in dieser Welt. Und das kann manchmal auch der Moment sein, wo ich im Mai spazieren gehe und plötzlich stehen bleibe und merke, ich bin ein Teil von dem Ganzen. Also plötzlich ist der Wald, bin ich. Ich weiß nicht, in diesem Mai war das für mich ein paar Mal, ich plötzlich drin war in dieser Welt. Und das ist für mich das ist für mich ein Zustand, wo es keine Trennung mehr gibt, ja, zwischen Mensch und dem Göttlichen. Und aus dem heraus strenge ich mich auch nicht an, kreativ zu werden, sondern ich bin dann in einem kreativen Fluss. Oder dann kann ich das empfangen, was die Götter mir sagen. Finde ich so schön, ja, dass der Künstler nicht was schafft, sondern ne, also er macht ja ne, dieses Beispiel von dem Löwen, ne, wenn da so ein ganz schöner Bildhauer, so ganz tollen Löwen gemacht. Und wurde gefragt, wie hast du das gemacht? Und sagte, ich habe nur das weggemacht, was nicht Löwe ist. Das drückt es für mich auch aus. Maria. Mein Beitrag dreht sich um das Thema Liebe und Schönheit. Als ich noch jung war, da habe ich mal meine Haare ganz kurz geschnitten, damit die Männer mich nicht mehr hinterher pfeifen, in der blonden Haare und so, weil ich schon schlank war, sondern die sollten mich lieben, wie ich war. Und dann habe ich dadurch sehr viel erfahren. Sie haben mich nicht mehr aufgefordert zum Tanzen und haben gedacht, ich hätte einen Unfall und so.
Das war aber trotzdem wichtig. Und dieser Prozess ging weiter. Dann hieß es, also ich sehe ein bisschen aus oder sah aber aus wie Marilyn Monroe, haben manche gedacht. Das wusste ich aber alles nicht, war ja noch so jung. Dann habe ich halt gedacht, dann haben die Leute gesagt, wenn man schön ist, dann ist man nicht so klug. Die schönen Frauen sind nicht so klug wie die nicht so schönen Frauen. Also wollte ich dann auch nicht schön sein, weil ich wollte ja klug sein. Ne? Und habe ich mich versucht, so möglichst hässlich zu machen, damit die nicht denken, ich wäre nicht klug. Und habe da eine ganze Phase durch mit so Brillen damit ich so intellektuell aussehe. Und dann habe ich aber im Leben gesehen, dass schöne Menschen oftmals sehr klug sind. Dass das überhaupt nicht stimmt. Und man muss dann erstmal gucken, dass es ein Vorurteil ist. Aber das ist ja ganz schrecklich, dass es so ist. Und dann habe ich gesehen, dass Menschen, die sich schön anziehen und schön aussehen, dass sie eigentlich viel mehr uns geben, mir jetzt mal. Also sie haben ja mehr gegeben als welche, die das nicht tun. Dann war so eine Gruppe, da waren die meisten nicht so schön angezogen, einfach so lässig. Da kam eine, die war immer hübsch angezogen. Und ich war morgens müde und dann habe ich die mal angeguckt und dann wurde ich schneller wach. Ne, weil sie einfach so eine Mühe sich gemacht hat, sich hübsch zu machen. Und da wird man selber inspiriert. Und die war auch nett und so. Ne? Also dieser Prozess, den möchte ich gerne hier darstellen, dass es wirklich für uns hier in dieser Welt überhaupt nicht so leicht ist, Schönheit überhaupt zu akzeptieren. Die Schönheit wird schlecht gemacht. Und wenn wir jetzt mal ab, wie die Menschen sich jetzt mit Tattoos verunstalten, aber gleichzeitig glauben sie, sie sind schön, ja, also sie sind ja stolz darauf und laufen, aber sie haben ja ihre natürliche Schönheit bedeckt mit ganz anderen Dingen, dann tut mir das immer so wahnsinnig weh, besonders wenn sie noch so jung sind, weil du das ja nicht mehr so schnell wieder wegbekommst. Aber sie alle, sie wissen ja nicht viel von Schönheit und ihnen wird eine andere Art von Schönheit dargestellt. Denn was ich erlebt habe in meinem Leben ist, wenn du eine wirkliche Schönheit siehst, einen schönen Baum oder eine schöne Frau, einen schönen Mann, dann inspiriert dich das. Aber du musst erstmal den Mut haben, den dann überhaupt anzuschauen, diesen Baum oder diesen Mann, und offen zu sein oder diese Frau und dann auch zu empfangen, was dann passiert. Ja? Und das ist ja das, was ihr auch schon gesagt habt, dass man dann Angst bekommt. Oh, ich könnte ja verliebt werden, was ist denn das jetzt? Das Gefühl und so, dann verschließt man es wieder in sich und will den Mann gar nicht mehr sehen oder die Frau, weil die machen einen nur nervös. Aber dann lebt man das eben nicht, was eigentlich so spannend wäre. Ja? Und das möchte ich sagen, dass die ganze Gesellschaft eigentlich aufwachen muss und wieder sich der Schönheit widmen sollte. Überhaupt mal drüber reden, was ist denn schön? Und mutig sein und sagen, für mich ist das schön und für mich ist das schön und einen Austausch treten. Ja, ich fand es ganz interessant, was Sie gesagt haben, dass dieses In-Kontakt-Sein, ich glaube, vielleicht etwas Grundlegendes darstellt, was uns ermöglicht, Liebe zu empfinden. Ich denke, Beuys hat ja auch so schön gesagt, dass jeder Mensch in der Lage ist, ein Künstler zu sein, wenn er in Kontakt ist mit sich selbst. Und dass dieses Kontaktsein nach sich zieht, mir zu vertrauen, was ich tue, was ich äußere, was ich in die Welt bringe. Und wenn wir uns fragen, wie wir das machen können, sehe ich, dass wir in der Schule, was Sie meinten, dass Schule eine Institution ist, die jetzt Persönlichkeit nicht bildet, hat sie nie gemacht. Es gibt jetzt neuerdings ein Fach, das nennt sich Glück. Das wird jetzt langsam etabliert, das erste persönlichkeitsbildende Fach an Schulen. Vorher gab es ein Leistungsprinzip, nach dem Schüler letztlich entwickelt wurden, um sich in ein System einzugliedern, aber wirklich einem Kind, und ich denke, da sollten wir beginnen, darüber nachzudenken, wie wir Kindern ermöglichen, in Kontakt mit sich selbst zu sein und dass dieses Vertrauen gar nicht verloren geht und dass im besten Fall dieser Dualismus gar nicht entsteht von hier bin ich und da ist Umwelt. Weil ich glaube, das ist so eine Anomalie, die sich entwickelt, wo wir ein Leben lang versuchen, diesen Kontakt wieder zu kriegen. Und merken das, wenn wir vielleicht durch den Wald spazieren gehen, oder weil wir meditieren, oder weil wir einen künstlerischen Beruf wählen, oder weil wir in so einen Zustand kommen von Flow, wo wir das punktuell erreichen. Und ich erlebe oft Menschen, also ich unterrichte Meditation, bin aber auch Künstler, ich schreibe viel, also ich kenne diesen Flow-Zustand gut, und ich habe auch an der Schule mal unterrichtet, und weiß auch, was Schüler so, also was da so passiert. Und ich muss sagen, dass die
dieses in Kontakt sein mit sich selbst ganz viel Vertrauen braucht, um das, was ich empfinde, wirklich ins Außen zu bringen. Also mir zuzutrauen, es ist okay, was ich gerade empfinde. Ich male das jetzt hier hinten, so wie ich das sehe. Ich muss jetzt nicht figurativ was entwerfen, sondern dieser Strich ist mir schön. Und ich glaube, das ist schön, also mich mit Menschen zu umgeben, die da relativ nah an sich dran sind, oder mit diesen Menschen ins Gespräch zu kommen, da höre ich ganz oft, dass allein die intellektuelle Erkenntnis nicht genügt, sondern es muss als eine Art von Gewohnheit in einer Persönlichkeit entwickelt werden, damit es wirklich gelebt werden kann. Und ich finde, das kommt ganz oft zu kurz bei Erfahrungen, die wir machen, wenn wir sie punktuell tun, wenn wir sie intellektuell begreifen, wir wissen, das ist schön, das ist Liebe, das ist Flow, das ist jetzt Kunst, das ist was wert, oder für mich was wert, dann können wir das aber begreifen als ja, intellektuellen Akt, aber es ist nicht Teil unserer Haltung, weil erst dieser Haltungsbegriff fiel. Und ich finde, das ist wesentlich, weil wenn wir es nicht als Haltung und Gewohnheit in uns entwickeln, dann können wir das nicht leben, wir können es nicht authentisch darstellen. Das war so mein Beitrag. Also um es kurz zu machen oder runterzubrechen, ich finde, Schüler und Kinder sollten da, sind so eine Zielgruppe, finde ich, über die sollte man schauen, dass man die ins Boot kriegt. Weil es ist auch eine Generation, von der wir dann wieder profitieren, wenn wir alt sind. Also ich habe in den 80er Jahren von Westbild aus Kurse gegeben, auch mit anderen Leuten in Ostberlin und im Umland und auch in Magdeburg in der Künstlerszene. Die Rentner haben die Bücher rübergeschmuggelt und sonst was ich habe aber genauso viel zurückgekriegt von den Leuten, also nicht hier von wegen Besserwässer, eher im Gegenteil. Und da gibt es eine interessante Geschichte, die ich halt behalten habe. Die Leute, die haben halt, weiß ich nicht, die neueste Esoterik-Literatur oder Astrologietabellen, die in der Jugendschule, haben sie halt die alten Sachen aus den 20er Jahren gelesen und hatten Zeit. Also da war ja so ein Buch aufgeschlagen, nach einem halben Jahr waren es zwar 3 Seiten weiter, aber die 3 Seiten waren gut durchgearbeitet. Und einmal hatte ich so einen ziemlichen Frust wegen irgendwas, da habe ich da ausgekotzt und sagte, ich gebe immer nur, weil ich gebe immer nur weg und ich kriege nicht zurück und Scheiße nervt mich absolut. Dann habe ich da einen der Uwe, irgendwie Uwe war Töpfer auch beruflich, hat einmal im Monat einen Ofen angeschmissen, an den er auf dem Flohmarkt da verkauft, meinte, davon kann man locker leben. Und er hat mir gesagt, aber kapierst du das nicht? Kapierst du das wirklich nicht, was? Also dieser Riesenakt, die Liebe, die dich zur Welt gebracht hat, dein Leben, irgendwie überhaupt, dass du lebst, irgendwie so. Also da kannst du eigentlich praktisch den ganzen Leben lang versuchen, das irgendwie ein Stück zurückzugeben. Ja, damit du ins Gleichgewicht kommst. Ja, also, naja, das fiel mir gerade wieder ein. Also was gibt man dann zurück? Also das Geschenk, das man lebt. Ne? So, das ist schon eine ganze Menge. Es ist ja ganz schön, wir intellektualisieren die Liebe. Habe ich ein bisschen das Gefühl. Ist es nicht so, dass die Liebe etwas ist, was einen, wie wir den Flow benannt haben, in den Flow einen zieht und man wird gezogen und man gibt sich dahin. Und dann ist die Liebe da. In dem Moment sieht man das nicht. Versuchen wir hier nicht, das sozusagen einzufangen in einem Alter, in dem wir im Gegensatz zu den Kindern die Liebe schon etwas intellektualisiert, instrumentalisiert und abgenutzt haben. Warum haben wir denn die Liebe nicht? Warum ist sie nicht überall? Warum haben wir so wenig Liebe? Das sollten wir uns auch fragen. Und ich denke, die Liebe ist das Kind der Freiheit. Das berührt mich so sehr, dass mich das immer wieder erschüttert.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt. Wir haben manchmal zu viel Angst, dieses sozusagen uns dem hinzugeben. Denn wir verlieren dann, wir machen uns lächerlich. Die Menschen, die uns betrachten, sehen plötzlich jemanden, der in Verzückung ist, nicht? Und das ist ja peinlich oder möglicherweise gefährlich sogar. Also das möchte ich schon mal da hineinwerfen jetzt, an dieser Position, nicht von der Form. Das ist ganz ideal, weil genau auf das wollte ich Bezug nehmen. Ich arbeite ja hauptberuflich für die Kinder- und Jugendhilfe mit sogenannten schwerverhaltensauffälligen Kindern und Jugendlichen. Und ich sehe, was unser Schulsystem macht. Deshalb, wenn ich höre, man muss die Kinder wieder an Bord holen, genau. Dann würde ich sagen, man soll sie einfach nicht von Bord schmeißen. Genau. Weil dann bleiben sie einfach drinnen. Lass die Kinder doch. Die sind doch einfach viel liebevoller und kennen das. Ganz genau, ganz genau. Also ich habe jetzt ein Enkelkind und mit dem gehe ich öfters auf den Spielplatz. Und wenn das Kind andere Kinder sieht im gleichen Alter oder auch Erwachsene, das geht mit strahlenden Augen auf die zu und das bringt Liebe zum Ausdruck. 2 Jahre in der Schule und die Sache schaut ganz anders aus. Und es ist richtig, was Sie sagen. Der Grund ist Angst. Die Kinder trauen sich nicht mehr, die zu sein, die sie von Natur aus wären, weil sie konfrontiert werden mit komplett idiotischen Erwachsenen, denen Konzepte beibringen, die nichts anderes tun, als ihnen den Bezug zu sich selbst verwiesen. Liebe ist meiner Meinung nach eine Meta-Haltung. Und ja, da kann man nichts intellektualisieren. Ja, dazu eingefallen. Schön, danke. So Meta, modernen Dinge noch mehr im Namen. Aber vielleicht so. Und Bildung morgen auch nochmal gerne, 14:30 Uhr. Ja, aber was mir jetzt gerade nochmal einfällt zu eurem Sagen und auch zu Hartmut, ich glaube, dieses Meta-Moderne und der Liebe morgen, es geht da um die Polarität in dem Sinne, dass immer auch das Gegenteil von dem, was man sagt, wahr ist. Ne? Und wenn du sagst, wir haben zu wenig Liebe und die Welt hat zu wenig Liebe, stimmt das natürlich ja, aber auch nicht, weil die Liebe ist immer da und überall und wir sehen sie nur nicht, wie du heute sagtest, wir wollen ja. Ne? Aber wir wollen mehr. Ja, das ist aber genau die spannende Frage und da kommt jetzt auch nochmal aber die Frage zurück, die wir ja morgen weiterdenken können, oder jetzt nochmal kurz. Ne? Weil dann auch die Frage ist, ob dieser, wie auch immer, Unfall unbedingt der Geschichte. Ne, wo wir dann mit welchen Religionen oder modernen Metamaschinen scheinbar herausgefallen sind aus der Liebe, ne, als Kind das mal in der Schule hinausgetrieben werden oder in anderen Formen auch hinausgetrieben werden. Ob das jetzt irgendwo dann einerseits sicher, geschichtlicher Unfall oder ein Umweg ist, aber andererseits eben vielleicht auch nicht ganz zufällig ist, weil das war ja auch die These schon von Platon bis Fromm oder Chardin, dass wenn der Mensch so in dem kosmischen Sinne neben seiner Lebensfreude und seinem Alltag vielleicht auch noch irgendeinen besonderen Sinn, Spirit hat, das Ganze zum Bewusstsein seiner selbst zu bringen, dann kann es vielleicht manchmal auch nicht schaden, erstmal rauszuschreiben. Ne? Erstmal so den Verlust zu spüren und dann aufbrechen zu wollen, ich spüre, da fehlt mir was, und dann eben dahin zu kommen, es nochmal neu, bewusster zu entdecken. Das heißt, nicht im Mind zu bleiben, ne? Also jetzt nicht Mindfucking zu betreiben, sondern diese wundervolle Energie der Liebe dann nochmal mit seiner ganzen Schönheit, Sinne zu erkennen und sie dann auch mit mehr Wissen und Bewusstsein entfalten zu können. Also insofern kann man das eine sagen, ja, aber vielleicht ist das auch ein Teil dieses Prozesses, wo er ganz am Anfang steht in der nächsten Epoche, ne? So, wo wir jetzt anfangen dürfen, aufgrund dessen, dass uns die Liebe bestimmten Teil unseres Lebens scheinbar verloren ist, wir alle sind ja immer da, ne, wir jetzt die Chance haben, sie nochmal ganz neu zu entdecken. Und dazu vielleicht schon ein Stück auch diese Art von Gespräch brauchen, was wir gerade führen. Oder wie sind die? Okay. Darf ich dazu? Ja. Philosophen haben ja immer die Eigenschaft, dass sie sozusagen die konkrete und vollständige Lösung aller Welträtsel in eine Schachtel packen und sie dann als sozusagen Verhaltensmaßnahme den anderen vorlegen. Und ich glaube, das ist ein Problem. Wir sind ja auch ganz unterschiedlich. Nicht? Jeder Mensch liebt anders. Und wir versuchen sozusagen das Modell der Liebe jedem sozusagen zu erklären. Vielleicht liegt es daran.
Wir sind vielleicht tatsächlich noch einmal, das Intellektualisieren ist zwar für eine gewisse Weile auch ganz gut so, auch in diesem Rahmen, aber die Liebe an sich ist es ja nicht. Hartmut, was meinst du, jeder Mensch liebt anders? Ja. Beschreib mal. Naja, ich meine, das merkt man ja, wenn man sich selbst in seinem langen Leben beobachtet. Wenn man von Anfang 12 bis heute 80 die über die verschiedenen Wellen und Phasen des Lebens hinweg sich erinnert, merkt man, das war unterschiedlich im Laufe des Lebens. Jeder Mensch in jedem Lebensalter lebt eine andere Liebe und ich glaube auch jeder Mensch individuell. Das ist eine andere Facette davon. Ich glaube, es ist im Grunde schon dieselbe Liebe, aber es sind andere Facetten. Ausprägung, genau. Oder Empfehlungen oder Rezepte. Ja, das ist alles ans Podium und so. Ich denke auch, die Stunde ist so langsam rum. Noch eine abschließende. Also ich finde diese... Mach ja morgen weiter. Also ich wollte was zur Freiheit sagen, zu den Facetten noch. Ja. Also das eine, das, die Liebe ist ein Kind der Freiheit und Freiheit alleine ist es auch nicht. Also wenn ich nur frei bin, fehlt mir die Bindung. Also wir sind soziale Wesen und ich erfahre Liebe dadurch, dass ich gesehen werde. Wenn ich ganz tief in dem gesehen werde, wer ich wirklich bin, fühle ich mich geliebt und die Liebe kommt in Bewegung. Und, und so gilt für mich, dass eigentlich, es sind verschiedene Phasen, es gibt aber auch verschiedene Aspekte der Liebe und dass wir die alle brauchen, also den Selbstkontakt, die Selbstliebe, dann die Anbindung an das Kosmische, dann die Menschenliebe, ja, dass wir das Menschliche an sich, uns als Menschen, so wie wir sind mit unseren ganzen Macken, dass wir lernen uns zu lieben und weich, also wenn ich mich zum Beispiel nicht mehr verurteile, für das, was ich, aber dass ich alles falsch mache, ja, in der Schule lerne ich, was ich alles falsch mache, wenn ich mich nicht mehr verurteile, dann werde ich auch wieder weicher mit anderen Menschen. Und dann hört auch die Trennung auf. Also so, es gibt so viele Aspekte und dann noch Sexualität und dann die Partnerliebe. Das sind alles so Quellen, wenn die zusammenkommen dürfen und wir nicht nur eine davon wählen. Ja, das dafür sind auch so Gespräche. Als Pendant zur Liebe, als Freiheit, hast du es genannt, als Kind der Freiheit, kann man auch, wenn man die Liebe als Impuls für Kreativität sieht, kann man auch sagen, Kreativität ist eine Freiheitswissenschaft, ist jetzt intellektualisiert, aber man kann das ganz, ganz praktisch auch üben, Kreativität als Freiheitswissenschaft, indem man übt, einen offenen Geist zu haben, ein offenes Herz, einen offenen Willen. Da kann man auch Übungen konkret machen, die man auch den Schülern machen kann, den Schülerinnen machen kann, um eine Freiheitswissenschaft zu üben. Darf ich dazu nochmal entgegen? Ja, das ist ja genau, und das stimmt ja auch. Je freier ich bin, umso mehr kann ich den anderen lieben und sich ihm öffnen und ihn auch binden. Denn wenn ich mich frei öffne, dann habe ich ja ein unendliches Vertrauen in den Gegenüber. Dann entsteht Liebe. Das ist ja kein Gegensatz. Ja, das ist auch das Problem der Sprache, dass so, wir am besten auch mal vereinseitigen müssen. Denn im Grunde, wenn wir uns hineinspüren, ist ja eine Freiheit, sagte gesagt, wir öffnen uns, wir befreien uns aus der Höhle. Die Platon, der diesen Satz schon sagt, ja, wir sind meistens in einer Höhle. Aus Grund unserer Eltern, unserer Schulen, auch schon unserer Gene. Und idealerweise schaffen wir es im Leben, ein Stück aus der Höhle rauszukommen, um zu befreien. Und eigentlich, was dann geschieht, ist aber, indem man kennt, die Welt ist voller Liebe. Und insofern ist das gar kein Widerspruch, die Freiheit und die Liebe, sondern eigentlich sind das zwei Facetten derselben Medaille. Aber das eben zu erkennen, gehört, glaube ich, schon zu dem Prozess, dass es eben keine Freiheit ohne Liebe gibt, wie es keine Liebe ohne Freiheit gibt. Das ist aber, es braucht beide Seiten. Das hat er auch, glaube ich, gut gesagt. Nur in die Freiheit zu gehen, kann dann in diese kalte Variante ausatmen und sagen, ich habe jetzt noch. Ja, das zu der
den Schulen. Ich finde es super, dass es jetzt ein Glücksfach gibt. Das ist ja schon der Hammer. Aber was ich toll fände, ob das in den Schulen, also das Lernen, dass wir uns als Menschen in der Liebe unterstützen. Das finde ich ein Politikum. Ja? Also dass Liebe nicht was ist, was ich persönlich irgendwie mich dafür öffne oder den Richtigen finde oder irgendwie so, sondern da, auch da auszusteigen aus Trennung, sondern, wen liebst du? Also uns unterstützen, uns das Private in der Liebe wieder, also uns so vertrauen, dass wir uns auch im Liebesbereich